Also ich bin Daniel Reich, Entwicklungsingenieur im Liebherrwerk Nenzing hier in Österreich, Vorarlberg. Und ich darf heute da eine Wartungsfahrt von hier durchführen. Ich arbeite bei der Amprion GmbH und wir realisieren Offshore-Netzanbindungssysteme und wir sind heute hier, um am LiMain Showcase teilzunehmen und der Tag war bisher sehr interessant. Wir haben einmal gesehen, wie ein Offshore-Kran fernbedient wurde, eine Wartungsfahrt durchgeführt wurde. Und das ist für uns im Rahmen der Betriebsvorbereitung oder des Betriebes natürlich von großer Wichtigkeit, da wir natürlich unbemannt lange Zeiten die Plattform betreiben wollen. Ich freue mich auf den weiteren Tag. Hallo, mein Name ist Caspar Stein, ich arbeite für Siemens Energy in Hamburg. Vor Jahren haben wir entdeckt, dass OPEX, CAPEX ein ganz wichtiger Faktor im Offshore-Bereich ist. In dem Fall haben wir dann mit Liebherr zusammengesprochen und die haben ein LiMain-System entwickelt. Dieses System ist für die Wartung von Ferne geeignet und dieses wird heute hier vorgestellt. Die Vorstellung hat unsere Erwartungen übertroffen. Mein Name ist Moritz Suser, ich arbeite bei der Firma Tenet Offshore und ich bin heute zur Forschung des LiMain-Systems. Und ja, es hat alle unsere Erwartungen getroffen und freuen uns auf eine Weiterentwicklung und baldige Umsetzung im Projekt.